Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks zum regulären Replay-Mittwoch, nachdem wir gestern einen Replay-Dienstag hatten. Wir starten gleich in den Replay-Mittwoch. Noch vorab ein paar Worte. Wir wissen ja alle, heute kommt die Version 1.0 mit dem riesigen Grafik-Update raus. Und deswegen, ich kann noch alte Replays abspielen, aber ich würde natürlich nächste Woche gerne Replays aus der Version 1.0 zeigen. Deswegen seid's mir nicht böse, ich bekomme von euch jeden Tag unendlich gefühlt unendlich viele Replays und habe auch immer noch, auch aus früheren Versionen, immer noch Replays von euch, die ich zeigen könnte, aber ich einfach nicht weiß, wann ich die zeigen soll. Denn wenn ich das mache, dann haben wir Montag bis Sonntag nur noch Replay-Videos und das will halt am Ende auch keiner sehen. Deswegen, ich bekomme alle Replays, die ihr mir per YouTube-Nachricht, per E-Mail schickt oder auch teilweise in-game, wobei in-game ich immer nicht ganz so geil finde. Ich habe die alle, ich bekomme die, die sind nicht gelöscht, aber vielen Dank dafür natürlich auch. Also ich finde das echt geil. Trotzdem, wenn ihr jetzt ab heute 1.0 Replays fahrt, dann schickt mir die, dann habt ihr vielleicht gute Chancen, dass ihr nächste Woche auch am Replay-Mittwoch dran seid. Und jetzt starten wir regulär das erste Replay von Funky Sky vom Clan Boob. Er sitzt im Clan. Er sitzt im Clan, oh Gott. Vom Clan Boob. Er sitzt im WZ 132 Tier 8 Light der Chinesen. Und er ist hier auf. Jetzt muss ich kurz gucken. Wo ist meine Tab-Taste? Auf Fischerbucht. Eine Karte, die ja unter anderem auch mit dem 1.0 Update überarbeitet wird. Nicht nur grafisch, sondern auch spielerisch wird die Karte anders zu spielen sein. Da habe ich ja auch schon ein entsprechendes Video dazu gebracht. Tja, als Light Tank, ich wäre jetzt zum Beispiel ganz klassisch auf D6, D7 gefahren. Diese Position mag ich ja sehr. Er versucht es hier auf der 1er-2er Linie. Der WZ, wie gesagt, regulärer Tier 8 Panzer, leichter Panzer der Chinesen. 189 Pen auf der AP, 225 auf der APCR und ein Alpha-Schaden von 250 Kanone, wie bei vielen Lights, nicht unbedingt die genaueste. Ah, hat er den T92 aufgemacht. Sind wir eigentlich, ja, wir sind in der Schützen, also beziehungsweise in seiner Perspektive, er zielt hier von außen. Ja, durch den Busch auf den Bulldog traut er sich nicht, weil er denkt, dass er da aufgeht. 0,40 die Genauigkeit, wie gesagt, auf den meisten Lights ist die Genauigkeit nicht die allerbeste. 2,3 Sekunden die Einzelzeit, 7,8 Sekunden der Stock Reload, 5 Grad Grand Depression, typisch chinesisch schlecht. 64 km pro Stunde Topspeed. What? Okay. Da war wohl kurz ein Busch. War ja wohl kurz hinter dem Busch zu sehen. Sonst hätte, glaube ich, der Bulldog ihn da nicht aufgemacht. Und er kriegt instant vom Udes da einen reingesetzt. Jetzt muss er hier gucken, dass er hier wegkommt. Sammelt ein bisschen Spot Damage auf den Bulldog. Versucht da aus der Fahrt zu schießen. Trifft aber leider nicht. Ja, 64 km pro Stunde der Topspeed, 28,7 PS pro Tonne das Leistungsgewicht. Damit hat er nicht so einen mega krassen Topspeed, aber natürlich, wir wissen es ja, die Lights seit der Überarbeitung doch ist alle sehr, sehr gute Leistungsgewichte. Also das Verhältnis zwischen PS, also Leistung des Motors und Gewicht. So, da macht er einen Stritzwagen 103B auf und sammelt da wirklich fast den kompletten Spot-Damage. Muss man zugeben, der stand da auch ziemlich doof an der Position, die Seite zum Gegner zeigen. Das ist mehr als gefährlich, denn wir sehen auch, da stehen 4 TDs auf der klassischen B2-Position. Und die halten natürlich alle da rein. Die warten nur auf solche Ziele. Er fährt den hier auch mit den Premium-Verbrauchsgütern, hat selber noch keinen Schaden gemacht, aber 3371 Schaden gespottet. Also rein spotting-technisch hat er hier schon eine, ja, als Low-Tier sehr gute Runde hingelegt, muss man sagen. Also auch für die Gunmark würde das, glaube ich, jetzt schon einen ganz guten Push nach oben bedeuten. So, und jetzt ist hier ein bisschen Luft. Ah, ja. Macht er seinen ersten Schaden. Gut, er war eh offen. Dann kann er auch schießen und sammelt auch nochmal ein bisschen Spotting-Damage und fährt jetzt hier an die Ridgeline ran, um da gegebenenfalls noch mehr zu spotten, beziehungsweise die Gegner unter Druck zu setzen. Fährt aber wieder zurück. Der T92 ist da jetzt rausgegangen. Da hat der Stritzwagen 103B nochmal zugeschlagen, bevor er da selber rausgeht. Stellt sich jetzt hier wieder an den Busch, guckt
in alle Richtungen, wie es aussieht. Witzigerweise, das finde ich sehr spannend, waren da Mitte jetzt so relativ wenig los. Gerade die Position da drüben auf DE6, was ich gerade am Anfang auch erwähnt habe, das ist normalerweise eine Position, wo relativ viel passiert, aber in der Runde sieht es nicht unbedingt danach aus. So, jetzt heißt es erstmal ein bisschen abwarten, da kommt die Tortoise, die hat er aber nicht aufgemacht. Schießen wäre jetzt die dümmste Idee. Vermutlich kommt er an die Torte eh nicht richtig ran. Ne, die steht hinter der Böschung. Da hat er kein Schussfeld drauf. Da ist der Revalorisé, aber auch auf den dürfte er nicht schaffen. Aber die Batchet. Ah ja, da juckt es in den Fingern. Er dürfte jetzt... Krass, er ist nicht aufgegangen. Da haben die Büsche den Schuss gut verdeckt. Aber leider hat auch niemand von den TDs, die jetzt auch teilweise vorgerückt sind, auf die Batchet geschossen. Ah, man merkt schon, er will jetzt hier was machen. Klar, einfach nur im Busch rumstehen ist immer halt ein bisschen schwierig. Aber die Gefahr ist halt immer noch groß. Es ist noch irgendwo ein Skorpion-Gen nicht offen gewesen, dass der da auch noch irgendwo hinten rum tingelt und ihm dann eine reindrückt. Und der tut auf jeden Fall richtig weh. Und er hat nur noch 700 Lebenspunkte. Generell mit 1100, ja. Ist er nicht wirklich gut gesegnet mit Lebenspunkten, aber das ist ja meistens bei den Lights. So, aber jetzt traut er sich hier, pusht jetzt hier mit rein. Er merkt, dass der E4 da unter Druck ist und will jetzt hier quasi helfen. Die Tortoise da an die Seite. Kann da nochmal Schaden machen. Der TVP-VTU ist aber auch schon relativ low life. Rechts von ihm ist noch ein Jagdtiger. Die Batchet ist halt eigentlich der viel gefährlichere Gegner. Die guckt jetzt auch schon so gierig auf ihn. Er muss jetzt schnell gucken, dass er die Tortoise rauskriegt. Sehr gut. Und er hat nur das Glück, dass die Batchet gerade im Reload ist. Eigentlich hätte man die erstmal fokussen müssen. Oh, da kann er sie ketten. Sehr schön. Bekommt da auch direkt Unterstützungsschaden. Versucht sie hier nochmal zu ketten. Das klappt nicht so ganz. Dafür ist die Kanone zu ungenau. Die Batchet ist halt im Reload. Die muss jetzt raus. Jetzt ist sie nachgeladen. Und er kann sie rausnehmen. Das ist wirklich sehr wichtig, denn so eine Batchet, die kann dann hier auch nochmal die Situation zu ihres Gunsten wenden. Und das ist halt dann wirklich sehr gefährlich. Haben sie jetzt glücklicherweise oder hier gut die Seite aufgeräumt. Dafür ist jetzt die Stadt gefallen. Und ja, er pusht jetzt hier zusammen mit der Ruhe alleine nach vorne. Ob das jetzt so eine gute Idee ist. Hinter ihm noch der VTU, aber der ist ja auch One-Shot. Und da ist die Arti. Die aimt auch schon so in seine Richtung. Die Ru schießt drauf. Er bekommt den Spotting-Damage und holt sich selber auch nochmal Schaden ab. Ist jetzt bei 4200 gespotteten Schaden und selber 1800. Da ist der T30, da schießt er gar nicht erst drauf, weil er genau weiß, dass er da nicht durchkommt. Und dass er höchstwahrscheinlich aufgehen würde. Er holt sich lieber den Spot-Damage ab. Jetzt in die Turmseite. Nee, na, das bringt nichts. Da geht er auf jeden Fall auf. Er muss jetzt hier einfach die Füße stillhalten. Denn der T30, wenn er die große Kanone drauf hat, der kann ihn rausnehmen. Und er hat die große Kanone drauf. Das ist jetzt hier eine ganz, ganz ungünstige Situation. So, die Arti schießt nochmal drauf. Er guckt jetzt schon so Richtung Kette. Der T10 trifft da. Aber ja, er schreibt jetzt auch Help. Er hat jetzt hier ein massives Problem vor sich. Nicht nur der T30, auch der Oho. Also, jetzt ist er wirklich aufs Team angewiesen. Denn er kommt ja auch nicht mehr weg. Der T30 steht so nah dran. Er hat keine harte Deckung, hinter die er fahren könnte. Wenn er aufgeht, dann nimmt der T30 ihn mit aller Höchstwahrscheinlichkeit raus. Ja, Arti Help hier, schreibt er jetzt. Also, ich glaube, Funky Sky bzw. Max geht jetzt hier ordentlich die Düse, denn ein paar Meter weiter vorne und der T30 macht ihn auf. Also das ist jetzt schon eine sehr, sehr lustige Situation. Ich vermute mal auch, dass der T30 eigentlich denkt, dass er zu ist, aber ihm ist, glaube ich, nicht bewusst, dass er immer noch offen ist. Auch dem Oho ist das, glaube ich, nicht bewusst. Selbst wenn die einen sechsten Sinn haben, der geht halt einmal an, aber der tutet ja nicht alle drei Sekunden wieder. Er wird sich nur wundern, dass er hier Schüsse bekommt, obwohl er ja eigentlich nicht offen ist. Oder denkt, dass er nicht offen ist. So, ja. Max pinkt jetzt nochmal die Arti an. Etwas sehr hektisch. Ich bin gespannt. Da schießt die Arti auf den Oho. Die Ruhe hat jetzt auch aufgehört zu schießen. Okay, die Arti hat jetzt erstmal den Oho sich geschnappt. Bekommt da auch nochmal Spotting Damage. Ja, er hält die jetzt, glaube ich, alleine offen. Der Type 4 Heavy sollte jetzt von den TDs hinten kein Problem sein. Oder für die TDs.
Ja, das ist der T30 gekettet. Kriegt da auch den Scout-Damage drauf. Die haben halt noch viel zu viele Hitpoints. Ja, er sammelt natürlich jetzt wunderbar den Spotting-Damage hier. Jetzt fährt der T30 weg. Das wäre jetzt eine Gelegenheit gewesen, kurz den Busch, also ein Stück hinter dem Busch weiterzufahren, damit er eine Doppelbusch-Situation hier herstellen kann. Das war jetzt allerdings gewagt. Also, ja. Was soll ich sagen? Botluck, schreibt er. Ja. Ich weiß gerade nicht, wie ich es erklären soll. Ich kann einerseits seine Ungeduld an der Stelle verstehen. Ich hätte, glaube ich, auch irgendwann die Geduld verloren. Im Nachhinein betrachtet, also aus meiner Situation jetzt, wo ich das Replay halt sehe, wäre es, glaube ich, schlauer gewesen, einfach ein Stück zurückzufahren. Weil er verliert ja den Tarnwert beim Fahren als Scout nicht. Und einfach den Busch undurchsichtig werden zu lassen und dann erst auf den Oho zu schießen. Denn der T30 war hinterm Stein. Der hätte ihn nicht gespottet. Und eventuell hätte der Oho ihn nicht gespottet, wenn er eine Doppelbusch-Situation gehabt hätte. Naja, gut. 1800 Schaden gemacht. 5600 oder fast 5700 Schaden gespottet, 3 Kills. An für sich eine sehr gute Runde. Aber ich glaube, Max weiß selber genau, dass hier noch mehr drin gewesen ist. Oder gewesen wäre. Naja, gut. Er scheint jetzt auch nicht weiter zuzuschauen. Sonst würden wir jetzt noch andere Panzer sehen. Ich würde sagen, wir springen mal in die Auswertung, weil das Gefecht wird hier mit Höchstwahrscheinlichkeit gleich gewonnen werden und sehen uns in der Auswertung wieder. Hier sehen wir die Auswertung von dem Gefecht von Funky Sky im WZ-132. Übermut tut selten gut. Er hat den Titel selber hier so eingegeben. Er weiß also genau, was sein Fehler in dieser Runde war. Er bekommt trotzdem mit dieser Runde seine erste Gunmark auf dem Panzer. Das Panzerass, den Speer, Schläger, Wirkungsfeuer, die Orlex Metal für das Zerstören von mindestens zwei Gegnerpanzer mit einem leichten Panzer. Und die Fahrzeuge müssen eine Tierstufe über ihm sein. Er bekommt auch noch den Wachposten, ist am Ende schadenstechnisch auf Platz 4 mit 1807 Schadenspunkten und 3 Kill. Und aufgrund des Spotting Damage ist er hier der Beste aus dem Team. Ganz knapp vor dem Rheinmetall Scorpion G mit 1323 Basiserfahrungspunkte. Hier sehen wir es nochmal. Fast 5700 Spotting Damage in einem Tier 8 Light ist, glaube ich, ein sehr, sehr, sehr guter Wert. Er spielt mit Premium Account. Aber die 20.000 Credits für die Premium-Verbrauchsgüter kommen natürlich hier nochmal oben drauf. Deswegen sind es in Anführungsstrichen am Ende nur knapp 21.000 Credits, die er aus der Runde rausbekommt. Dreifach Tagessieg mit 5.955 XP. Ist aber dann, glaube ich, ein sehr schöner Wert, den man zum Leveln für den Panzer auf jeden Fall gut verwenden kann. Tja, das war die erste Runde. Wir schauen ins zweite Gefecht am Replay-Mittwoch. Bis gleich. Wir sind in der zweiten Runde auf Tier 10 und schauen Black Havoc vom Clan TNA über die Schultern. Er sitzt im IS-7, einem, glaube ich, so klassischen Tier 10 Heavy, wie man kaum einen anderen im Spiel findet. Er ist hier auf, jetzt muss ich nichts Falsches sagen, Westfield, ich verwechsel das gerade mal mit Highway, auf Westfield in einer ja, 10er, 9er Runde, das heißt keine 8er, aber das ist auf jeden Fall okay. Tja, IS-7. Schwerer Panzer der Russen auf Tier 10 mit einem ultra starken Turm und einer Wanne, die auch nicht ganz so schlecht ist. Und hier begrüßt er erstmal direkt den AMX M451, bekommt da aber auch schon eine eingeschenkt. Und der IS-7, ne, wir dürfen nicht vergessen, ist ein Russe, hat 6 Grad Gun Depression, aber dass man hier mit dem IS-7 so schön arbeiten kann, muss ich zugeben, das wusste ich bisher auch nicht. 250 die Pen auf der AP, 303 auf der APCR, 490 der Alpha, 0,40 die Genauigkeit, also genauso genau oder ungenau wie der WZ, den wir gerade gesehen haben. Und er kann den Stritzwagen hier anzünden, nice. 2,9 Sekunden die Einzielzeit, also die Gun-Werte eigentlich typisch russisch, beziehungsweise typisch heavy, aber trotzdem kann er hier auf die TDs, auf die Entfernung wunderbar treffen. Das ist ein bisschen ja, RNG-Glück und er hat hier, glaube ich, auch ein gutes Setup-Glück, denn erstens ist ja keiner direkt vor ihm, der ihn ärgern kann. Und es ist keine Arti im Spiel. Ah, da schön geguckt.
schaut, dass er an die Wanne rankommt. Gut gemacht, gefällt mir sehr gut. Und ist keine Arti, wie gesagt, dabei, die ihn hier so extrem nerven kann. Was kann man noch zum ES7 sagen? Für ein Heavy extrem mobiles Fahrzeug. 59, irgendwas der Top Speed und 17,6 PS pro Tonne das Leistungsgewicht. Und das ist wirklich enorm stark. Also, das ist auch so ein bisschen die Kritik, als der ES7 da gebufft worden ist, die es da gab, dass das ja im Prinzip als die Mobilität von einem Medium besitzt. Da bounced der AMX und kriegt dafür auch ordentlich eine eingeschenkt. Das Objekt 268,4 von da drüben ist auch schon mit Heat an ihm durchgekommen. So, jetzt ist es hier ein bisschen, sind sie ein bisschen unter Druck. Das Objekt, der TD rechts, der pusht. Oh, PTA, das ist natürlich gefundenes Fressen. Der schießt aus Verzweiflung schon HE. Ich bin immer wieder überrascht, wie weit der ES7 dann doch die Kanone runterbekommt an solchen eigentlich bergigen Stellen. Er muss jetzt hoffen, dass rechts der T-57 Heavy, der E-75 und der Panzerkampfwagen 7 dort das Objekt aufhalten. Oh, der Konkor hätte ihm da locker an die Seite schießen können. Der PTA immer noch mit HE. Und da haben wir ein 257er Objekt. Das ist drollig, das kennen wir. Ja, okay, solange der PTA da HE schießt, muss er sich ja, glaube ich, um nichts Sorgen machen. Kann dem PTA nochmal eine einschenken. Ist jetzt schon bei 3300 Schadenspunkten. Ich glaube, er hat jetzt schon seine Aufgabe... hallo Konkurrent an die Seite. Seine Aufgabe in dem Gefecht, was den Schaden angeht, erfüllt. So, der... Komm, AMX, verschießt damit. Ja, wunderbar. Und weiter auf den Konkurrent in die Kette, dass der da oben stehen bleibt und seine Teammates ihn rausnehmen können. Gefällt mir sehr gut. Er spielt ja wirklich mit sehr viel Übersicht. Und versucht immer dort zu helfen, wo er kann. Tja, da kommt der AMX durch. Jetzt heißt es, die Weakspots finden. Das ist so eine Sache frontal gegen den. Der hat im Grunde keinen. Ja, doch. An der Seitenfrontpanzerung. Die ist ein bisschen gewinkelt und da kann man ihn rausnehmen. So. Jetzt der Conqueror, der zweite. Ach, da auch wieder den Trackshot. Sehr gut, dass der Conqueror da gar nicht erst rauskommt und er auch im Zweifelsfall noch ein bisschen Support-Damage sammelt. Er hat jetzt hier schon 1200 Spotting-Damage. Versucht hier nochmal den Trackshot anzusetzen. Sehr schön. Und macht das alles mit AP-Munition. Das gefällt mir gut. 2000 Schadenspunkte sind an ihm schon gebounced. Und kriegt er hier den Kill? Jawohl. Er spielt den ES7 hier auch mit dem Premium-Verbrauch und genauso wie Max gerade seinen WZ. Das ist legitim, wenn man die Credits hat. Dann kann man das durchaus machen. Das pusht natürlich die Panzerwerte, vor allem das Gun-Handling, nochmal um einiges. Und da kann man gerade aus so einem ES7 noch einiges rausholen. So, PTA, bist du aber noch mit HE unterwegs? Ah, hat er Glück, dass er eine Sekunde... schnell. Und da trifft er nicht. Da trifft das erste Mal nicht. Das wäre jetzt so wichtig gewesen. Jetzt geht der Waffenträger raus. Es steht 9-8. Aber die Runde, das ist jetzt kein Auto-Win hier. Er muss jetzt auch aufpassen. Er hat jetzt hier schon... Oh, er ist mutig. Er ist mutig. Er geht ja aggressiv auf das Objekt drauf. Und das Objekt schießt nicht. Warum auch immer. Vielleicht ist es gerade im Reload. Und auch hier bin ich wieder überrascht. Genau auf die Backen da vorne. Macht er genau richtig. Nicht in die Seitenpanzerung beim Objekt. Da ist die Wahrscheinlichkeit zu hoch, dass man nicht durchkommt. Ich bin immer wieder überrascht, auch an der Position, wie weit er hier mit der Kanone arbeiten kann. Dafür, dass es mit dem ES7 ja eigentlich tendenziell eher schwierig ist. Macht er wirklich sehr gut. Ist jetzt hier bei 7300 Schaden, meine Damen und Herren. Und bei 5 Kills. Und es sind immer noch Fahrzeuge auf dem Schlachtfeld. Er ist AP leer. Er ist jetzt mehr oder weniger gezwungen, APCR zu schießen. Klar könnte er auch versuchen, mit HE auf die Badgets zu schießen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass er da durchschlägt, das ist halt dann einfach zu risikoreich. Kann ich auch verstehen. So, und außerdem ist halt auch noch dieses Objekt 430 U da. Und Cookie da, der Kollege, ist noch full life. Und jetzt muss er das sich hier wirklich gut einteilen. Er hat selber nur noch 822 Lebenspunkte. Und er hat hier jetzt gerade keinen richtigen Support mehr. In der Stadt steht zwar noch ein Objekt 263, hinter ihm der Stritzwagen 130. Aber sobald er hier drüber guckt... Hallo? Lol, trollige Seitenpanzerung. Sobald er hier drüber drückt, hat er keinen Support mehr. So, kommt da noch ein Schuss rein? Na, da links die Badget ist... Achtung, Achtung. Ja,
Die Seitenpanzerung des IS-7 hat Schottpanzerung und dort mit Heat zu arbeiten, liebes Objekt 430U, das ist nicht unbedingt die richtige Entscheidung. Er fährt jetzt hier weg, lässt sich gar nicht auf den Kampf mit dem Objekt ein, sondern versucht die Badget hier zu pushen und schafft das auch. Und wir haben jetzt auch gerade wieder gesehen, wie mobil dieser IS-7 für einen schweren Panzer ist. Also dem fährt man mal nicht ohne weiteres weg. Da kommt das Objekt jetzt mit Heat in der Seite durch. Er setzt den Trackshot wieder an. Er repariert zwar hier sofort, aber... Haha, wieder Heat, mein Freund. Das ist keine gute Idee gegen den IS-7, vor allem nicht in die Seite. Der IS-7 hat an der kompletten Seite Schottpanzerung, also zumindest an großen Stellen, an vielen Stellen Schottpanzerung. Wieder mit Heat. Er versucht es jetzt hier wirklich mit der Brechstange und... Ja, hat das jetzt relativ teuer bezahlt. Von 4 Heat-Granaten ist nur eine durchgegangen. Also, IS-7 in die Seite, nicht mit Heat. Also entweder habt ihr eine ganz präzise Kanone, dass ihr zwischen der Schottpanzerung und den Ketten durchschießen könnt. Aber so aus der Bewegung macht das absolut keinen Sinn. Dann lieber versuchen, ans erste Kettenrad zu schießen mit AP oder mit APCR. Da kommt man relativ zuverlässig beim IS-7 durch. Aber die komplette Seite, entweder trifft man halt meistens die Schottpanzerung oder... Die Granate, die Heat-Granate. Bleibt in den Ketten hängen. Eins von beiden wird eigentlich in den meisten Fällen immer passieren. Und deswegen ist das keine gute Entscheidung. Und hier sehen wir die Auswertung. IS-7 Short Carry, schreibt er. Ja, das war schon ziemlich krass, was Black Havoc hier abgezogen hat. Er macht, ja, hier sieht es schon 9000 kombiniert, oder so 9000 selber. Und 7 Kills. Er bekommt das Panzerass, keine Frage, bei dem Schaden Handgottes, Schläger, Dualand, Wirkungsfeuer, Bombensicher, die Stahlwand, das Großkaliber und die Top Gun für mindestens 6 Kills. Er macht 9400 Schadenspunkte, 7 Kills, 1519 Basiserfahrungspunkte. Eigentlich bin ich der Meinung, mit dem Schaden, den Kills und auch noch dem Support Damage hätte er hier deutlich mehr XP verdient. Aber da kommen wir wieder ganz schnell an den Punkt. Man ist halt als 10er quasi immer mehr oder weniger Top-Tier. Man kämpft maximal gegen Fahrzeuge, die auf der gleichen Tierstufe sind oder halt drunter. Und deswegen ist es auf Tier 10 so unheimlich schwer, diese ganz krassen XP-Werte zu erreichen. Wenn wir uns jetzt vorstellen, das wäre in einem 9er Panzer gewesen und er hätte, sagen wir mal, vielleicht nicht 9000, aber vielleicht sagen wir mal 7000 Schadenspunkte gemacht mit dem gleichen Spotting Damage und den gleichen Killanzahl und hätte aber den meisten Schaden auf 10er gemacht, hätte er vermutlich deutlich mehr Erfahrungspunkte bekommen. Aber sei es drum, das sind wirklich Schadenswerte, die hat man... Weiß ich nicht. Einmal in seiner World of Tanks Karriere, zumindest bei solchen Spielern wie ich einer bin. Ich glaube, ich hatte halt einmal mit dem Stritzwagen 103B irgendwas 8 oder 9000 Schadenspunkte. Aber das sind halt wirklich die Gefechte, die hat man einmal im Leben oder einmal im Jahr oder einmal in 2 Jahren, wie auch immer. 1200 Schadenspunkte hat er hier noch Unterstützungsschaden gesammelt. 3790 gehen an der Panzerung nicht durch, lag auch unter anderem an dem Objekt, das es am Ende mit Heat und der Brechstange versucht hat. Und wie darauf bin ich ja schon eingegangen, das sollte man auf jeden Fall nicht machen. Mit den Verbrauchsgütern und der gezwungenermaßen APCR-Spammigkeit am Ende, weil ja einfach AP leer war, kommt er hier am Ende auf 23.000 Credits. Wenn wir uns vorstellen, er hätte das Ganze mit AP-Munition gemacht, wäre hier trotzdem ein richtig krasser Geldsegen noch bei rausgekommen und das auf Tier 10. Es war ein Zweifach-Tagessieg und er hat die persönliche Reserve noch aktiviert gehabt. Meine Fresse, was für ein guter Zufall. Und in der Summe sind es dann 6837 Erfahrungspunkte, die auf Tier 10 eigentlich nur für die Mannschaft wirklich nutzbar sind. Beziehungsweise man hat die Schnellausbildung deaktiviert und sammelt halt so Erfahrungspunkte. Tja, vielen Dank Black Havoc für dieses Replay. Natürlich auch vielen Dank an Funky Sky für das Replay im WZ. Das war vermutlich der letzte Replay-Mittwoch mit Replays
aus der Version früher von 1.0, es sei denn, mich erreicht jetzt in den nächsten Tagen noch irgendwas ganz Episches. Ansonsten hoffe ich, dass ich euch dann nächste Woche schon Replays aus der Version 1.0 zeigen kann. Wenn es euch wie immer gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da, schreibt eure Meinungen zu den beiden Gefechten ganz gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer O'Hare.